Hallo zusammen, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's wieder weiter mit Ghost of Tsushima. Wir haben beim letzten Mal dieses Fort hier mehr oder minder effektiv ausgeräumt. Jetzt ist es ganz schön Nacht geworden in der Zwischenzeit. Und wir haben neue Ziele vor Augen. Und zum einen haben wir da jetzt die Fürstin Masako, die wir rekrutieren sollen. Das ist wohl hier. Genau, jawohl. Wir haben Juns Bruder, den wir retten sollen, und wir müssen die Strohhutronin rekrutieren. Das wird dann wohl hier sein. Und hier ist der Bruder, wenn ich raten müsste. Genau. Was bist du? Warum leuchtest du? Halbert Bogenmacher. Oh, Verbesserung verfügbar. Oh, es gibt ein Schnellreisesystem. Das ist praktisch. Würde ich sagen, das probieren wir direkt mal aus. Wir gehen mal zu dem Dorf, dem Bad, wo wir schon waren. Wenn wir da bei der Bogenmacherin noch ein Upgrade freischalten können, tun wir das direkt mal. Dienste verfügbar. Ein neues Aussehensobjekt. Das könnten wir theoretisch auch mal machen. Das ist ja witzig, wenn man das alles so sieht, wo man noch was kaufen kann. Okay, gehen wir zuerst mal hierher. Und schauen mal, was der uns für ein Aussehensobjekt verkauft. Oh, angenehm kurze Ladescreens. Das mag ich ja auch, wenn ich ehrlich bin. So, das ist wohl der Händler, der hier in... Ach so, weil wir so viele Blümchen jetzt gesammelt haben, oder? All meine Waren sind nützlich. Ja, ich glaub dir. Bogenaussehensobjekte. Was Kranichschlag. Lädt da die Ansicht jetzt noch, oder? Ah, da wär's gewesen. Okay, das ist halt eine Farbgebung, wenn ich raten müsste, oder? Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Ja, ist recht. Da hat er eh nur den einen. Sonst kaufen wir den halt, oder? Ach nee, nach oben und unten Fernkampf verfügbar. Aha, wir kriegen noch einen anderen Bogen und für den haben wir dann nochmal. Oder? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Aber ich glaube, ich mag jetzt eigentlich nicht für irgendwelche Farbkombinationen Blüten ausgeben. Vor allem, wenn ich noch nicht weiß, für welche Farbkombination ich mich dann im Endeffekt entscheiden will. Mein Herr, was machst du Schönes? Von euren Jagdzügen anzubieten? Achso, bei ihm kann ich mir jetzt Munition kaufen, wa? Schnellfeuerwaffe, Kunai, alles klar. Nee, das brauchst auch alles nicht, das lassen wir. Ich freue mich schon auf Kunde von euren Siegen. Falsche Taste. So, dann war's das jetzt hier erstmal. Dann merken wir, also wir müssen uns das ja nicht merken, zeigt uns das ja an. Achso, nee, das war nur, weil wir da jetzt ein neues hatten. Ja, hat er verstanden. Dann reisen wir jetzt mal zum Dorf. Ich glaube, Upgrades lohnen sich schon besser als Farbkombinationen. Mal schauen, was wir da dafür zahlen müssen jetzt. Und mit dir können wir quatschen. Was hast du denn zu sagen? Hallo. Habt ihr die Vögel gesehen, Fürst Sakai? Welche Vögel sucht ihr denn? Die Goldenen. Ah. Ihr Gesang erinnert einen an friedlichere Zeiten. Ah, die hat meine Mutter auch geliebt. Sie sagte immer, sie kennt unsere Insel besser als sonst eine Kreatur. Das glaube ich, mein Herr. Wäre es nicht so gefährlich, würde ich einem folgen. Sehen, wohin der goldene Vogel mich führt. Vielleicht mache ich das. Doch ihr solltet warten, bis unsere Heimat wieder sicher ist. Werde ich, Fürst Sakai. Danke. Okay, goldenen Vögeln folgen. Die wird es wohl nachts nicht geben, oder? Ja, keine Ahnung. Okay, aber wir haben auf jeden Fall jetzt wieder einen Hinweis dazu bekommen, dass wir irgendwelche freischaltbaren Gegenstände sammeln können, indem wir goldenen Vögeln folgen. Hier haben wir Vorrätchen gefunden. 15 an der Zahl, das ist gar nicht mal wenig. Und da hinten ist wohl unser Bogen-Upgrade. Schauen wir mal, was die dafür haben will. Wo geht's denn da überhaupt rein? Ach, meine Güte, ich laufe immer zweimal umsonst ums Haus rum. So. Grüß dich. Alles, was euer Bogen braucht. Ja, glaube ich dir. Ja, das haben wir alles. Boah, Bambus ist dann halt schon relativ dezimiert, ne? Aber klar, kaufen wir, weil... Tadayori Nagao wäre auf diesen Bogen neidisch. Wir schaffen es eh nicht allzu oft zu treffen. Also ich nicht, ihr bestimmt. Da ist es vielleicht gut, wenn die Pfeile, die wir treffen, dann auch ein bisschen Bums haben. Schön, dann haben wir das. Jetzt ich immer die falsche Taste drücke. Und damit ist unser Dorf jetzt auch nicht mehr golden dargestellt. Das ist schön. Genau hier, das haben wir jetzt auch.
Aha. Da geht es jetzt wohl erstmal nicht weiter, bis wir dann hier. Nein. Doch, genau, er hat ja gesagt, wir müssen die Masako befreien, überreden. Und weil wir ansonsten keine Chance haben, seine Schülerin abzumurksen, die hier so lästig die Feinde hier unterrichtet hat. Aber das steht als auch noch nicht auf unserer Agenda. Also unsere Agenda sagt jetzt erstmal, rette, rekrutiere. Das machen wir. Dann würde ich sagen, setzen wir doch einfach mal hier unseren Wegmarker. So, dann bläst uns der Wind dahin. Und dann wissen wir grob, wo wir lang müssen. Circa, plus minus. So, und ich würde jetzt sagen, bevor wir den Buckel wieder hochrennen, laufen wir jetzt einfach mal wieder Richtung Dorfausgang. Oder lohnt sich das, wenn wir. Hey, hey, hey. Lohnt sich das, wenn wir hier die Klippen hochgehen? Wir könnten uns theoretisch auch hierhin teleportieren und dann einfach der Straße folgen. Ich weiß aber nicht, ob sich das rentiert. Wir probieren es mal und gucken, ob wir in die Richtung irgendwie kommen. Kann man hier runterkraxeln? Das schaut doch gut aus. Wollen wir da runterkraxeln? Scheint schon eher tief zu sein, oder? Ein goldener Vogel. Oh, das hallo. heißt, sie kennen jedes Geheimnis dieser Insel. Also muss ich Wohin dir jetzt muss folgen, ich? oder was? Fliegst du jetzt da runter? Ja, da muss ich da ja fast runter. In dem Fall lassen wir uns jetzt halt schon wieder mal ablenken, aber ich glaube mit gutem Grund. Hier ist ein Lampion. Hier ist ein Vogel verloren. Vögelchen, wo bist du denn? Ich habe den Vogel verloren. So was Ärgerliches. Vögelchen. Wo ist er denn jetzt? So was Doofes. Der war jetzt schneller weg, als ich gucken konnte. Oder ich war halt erheblich zu langsam. Das kann natürlich auch sein. So gestolpert. Tut mir leid. Es war ein bisschen schade, dass ich den nicht mehr finde, aber okay. Ah, da ist er. Schau mal einer, guck. Hallöchen. Wo willst denn du jetzt hin? Da hoch willst du? Dann folgen wir dir doch da hoch. Da hinten flattert er rum. Das ist gut. Und jetzt willst du wohin? Musst du mir nur sagen. Bringst du mich jetzt wieder zu dem Heilbad? Kannst dir nicht sagen, wie ich das jetzt nerven würde. Nein, nein, runter mit dir. Runter bitte, danke. Sehr schön. So machst du das sehr gut. Jetzt habe ich ihn schon wieder verloren. Hier ist Leinen. Ist gut. Da ist es. Vögelchen. Da drin kann ich wieder mit jemandem plappern, aber jetzt will ich erstmal den Vögelchen folgen. Und wohin will er jetzt? Oben aufs Dach oder was? Hallo? Ah nein, da ist er. Okay, da lang. Mein Herr, ist das die Klinge des Sakai-Clans? Aha, da führt er uns hin. Alles klar. Hallo. Dann kennen wir uns wohl. Ihr kennt euch aus. Jeder kennt dieses Schwert. Seine Schärfe und Schönheit werden gerühmt. Doch ich glaubte nie, es einmal selbst zu sehen. Ich habe lange nicht mehr an einem Bambusstamm trainiert. Ich wäre geehrt, eure Klinge im Einsatz zu sehen. Bambusstand, da können wir jetzt hier trainieren, oder was? Bambus schneiden. Wow. Gut gemacht. Sabalot,
So eine scharfe Klinge. Es wird aber immer mehr, ha? Huh? Oh, da war ich zu langsam. Aha. Oh, wieder daneben. Jetzt haben wir sie erwischt. Haha. Die Entschlossenheit steigt. Das ist gut, glaube ich, oder? Bringt uns das? Hoffentlich einen Skillpunkt oder so. Eine hervorragende Klinge, dieser Sakai-Stahl. In der Hand eines noch hervorragenderen Kämpfers. Doch Bambustraining wird euch noch stärker machen. Ich brauche meine Kraft für das, was kommt. Auf der ganzen Insel gibt es Bambusstände. Dort könnt ihr euer Geschick verbessern. Lebt wohl, mein Herr. Sammeln wir den Bambus jetzt auch auf, weil wir den dann auch zum... Nein? Okay. Bambusstand. Wunderschön. So, und gebracht hat uns das aber nicht viel, wa? Aufzeichnungen, Ausrüstung. Ja, okay, danke. Dann lass mal sehen. Egal, nicht so wichtig. Sammlungen bringen uns auch nicht weiter. Und bei Techniken fehlen uns leider Punkte. Okay, in dem Fall. Lassen wir das wohl. So, und jetzt sind wir wieder zurück beim Bad. Da wollte ich eigentlich ja weg. Aber was soll's. Von hier aus können wir uns wohl nicht teleportieren. Nein. In dem Fall möchte ich jetzt aber, glaube ich, schon die Schnellreise einfach machen. Und dann von hier aus über die Straße marschieren. Ich glaube, das ist sinnvoller. So, der Wind boostet in diese Richtung. Dann gehen wir doch in diese Richtung. Wir könnten unser Pferdchen rufen. Das war, glaube ich, hier, oder? Jawohl. Hallöchen. Drüben gibt es ein Bäumchen zu sammeln. Ach Gottchen, also das mit der Pferdesteuerung, das müssen wir noch üben. So. Hier, das möchte ich bitte haben. Oh, da lag gerade jemand, oder? Lag da jemand? Hallo, Kollege. Oder bist du nur ein Baum? Ne, da liegt doch jemand, oder? Aber es interessiert ihn wohl nicht. Da war Bambus, sagt er. Bambus haben wir mitgenommen. Leichen lassen wir liegen. Läuft bei uns. Wo sind wir jetzt hier? Ein unentdeckter Ort vor unserer Nase. Das könnte doch schon wieder irgendeine Festung sein, oder? Befreie das Ogawa-Dojo. Ja, okay, dann sollten wir uns jetzt theoretisch vielleicht erstmal einen Überblick verschaffen. Geht das von hier aus vielleicht? Da drüben könnten wir drüber kraxeln. Aber ich glaube, hier können wir schon auch drüber, oder? Au, ruck. Schön. Vielleicht duckst du dich lieber ein bisschen. Da laufen überall die Knilche rum. So haben wir diese coole Ansicht. Oh, da drin ist jemand. Da haben wir zwei Hündchen. In dem Fall muss ich aber sagen, ich glaube, dass ich mir nicht die Mühe mache, die Hündchen zu verschonen. Weil mir das, glaube ich, zu anstrengend wird auf Dauer. Oh, siehst du mich erst dann gleich? Nö, tust du nicht. Okay, dann können wir mal versuchen, dich so heimlich hinterrücks abzumurksen, oder? Hat das funktioniert? Dann können wir das gleich mit dir mal probieren. Au. Ja, prima. Noch hat uns keiner gesehen, glaube ich. Hier ist ein Pferdchen. Kriegen wir das auf, ohne dass er das mitbekommt? Ja, tatsächlich. Zauberhaft. Na, da hat mich doch keiner gesehen jetzt, oder? So ist gut.
Tatsache. Oh, jetzt haben sie mich gesehen. Alles klar. Aber der war noch weg jetzt. Hä? Bitte? Achso, Kunai. Was, L und... Kann ich mir den jetzt aussuchen, oder was? Und R1? Aha, schon mal einer guckt. Ja, einwandfrei hat das funktioniert. Und da machen wir ein Ende. Tipptopp. Ach, Entschlossenheit erhöht. Jetzt sehe ich es gerade. Hat dafür gesorgt, dass ich jetzt mehr Selbstheilungsmöglichkeiten habe. So, da hinten stehen jetzt ganz viele Lumpen rum. Aber denen war das jetzt wurscht. Oh oh. Jetzt ist es ihnen aber nicht mehr wurscht. Oh, knappes Ding, du. Erstmal hier rein ins ruhige Gras. Das ist schön. Drinnen schläft jemand ganz unbedarft. Machen wir weg. Okay. Die Frage ist jetzt, wie gut sind wir als Heckenschütze? Vielleicht kriegen wir den ja von hier aus einfach aus dem Heimlich. Oh, ne, da läuft jemand. Der wird das dann wohl nicht so witzig finden, wenn wir dem jetzt einfach einen Bogen. Aber jetzt sieht das nicht mehr. Testen wir. Das hat funktioniert. Und da oben hätte uns fast jemand gesehen. Nur wer? Ach, er hier. Oh nö. Du schlägst jetzt Alarm, oder was? Naja, würde ich auch sagen. Wo bist du denn jetzt? Hier läufst du rum. Oh nein, das hat er gesehen. Ich bin auch im Training, das Niveau geht. Ich sehe hier irgendwie nicht so viel. Okay. Das hat gut funktioniert. Mehr Freunde? Oh, ein Bogenschützenfreund. Lass das mal lieber nicht machen. So, in die Sicht geschossen, wa? Ja, soweit so schön. Oder wäre noch was gewesen? Das wollen wir haben. Aufzeichnungen. Wer schießt da schon wieder auf mich? Mund halten da oben. So. Haben wir jetzt alle, die uns mal gesehen haben, über die Wupper befördert? Ich glaube, das war so. Haben wir sonst noch Gegner? Die Hündchen haben uns Gott sei Dank noch in Ruhe gelassen bisher. Das gefällt mir gar nicht so schlecht. So, und jetzt wollen wir wohl da rein und da wird dann vermutlich der Anführer so rumdümpeln, oder? Hier haben wir nochmal Pfeile bekommen, die können wir auch gebrauchen. Ach nein, kein Anführer, sondern eine Fahne. Capture the flag. Ah, wir müssen jetzt drei Banner noch sammeln. Also sind wir bei weitem noch nicht fertig, wie es scheint. Oh, da ist noch ein Gegner. Der hat aber nichts davon mitbekommen, was da so Sache war. In welche Richtung schaust du denn, mein Freund? Oh, in meine. Lass das mal mit dem Pfeil, bitte. Genau. Oh. Ja, da war ja was, die scheinen ja, bevor sie schießen, wa? Treffer. Okay. Hast du was fallen lassen? Glaube ich schon, oder? Ah, ein Kunai. Okay, das bringt ja nicht so viel. Aber hier habe ich noch was gesehen. Oh, was liegt hier noch Schönes? Eisen, Vorräte. Ein lohnenswertes Lager. Oh, hier werden
eine Bresche offen gewesen. Na schön. Ich finde, am Anfang sind wir eh ganz gut hier durchgekommen. So, haben wir hier noch Gegners? Da beim Pferdchen steht einer rum. Da drin ist wohl das nächste Banner. Mal schauen wir mal, ob wir den da drüben überrumpelt bekommen, ohne dass der uns sieht. Wenn wir hinterm Pferdchen vielleicht langschleichen. Oh, da ist noch jemand da. Sieht der uns? Oh, der hat mich jetzt gesehen, bevor ich ihn abmurksen konnte. Aber nur er, oder? Jawohl. Dann bekommst du jetzt flott einen Pfeil ab. Das ist auch fein. So, dann sind wir schon gleich mal wieder zwei Lumpen mehr los. Haben wir sonst noch irgendwo Lumpen? Und dann sehen wir mal keinen. Dann haben wir hier unser nächstes Banner. Das ist ja auch gut. Und da liegt jemand auf dem Boden. Das ist auch nicht so fein. Eisen, Banner, Eisen. Oh, Eisen gibt es hier eine Menge. Das ist cool. So, und da drüben schläft jetzt ein Lumpi. Oder ist er tot? War das der erste, den wir abgemuxt haben? Oder schläft er hier? Er schläft. Jetzt schläft er für immer. Okay. Wunderschön. Da sind jetzt irgendwo die Hündchen, wa? Ah, aber die sind eingesperrt. Ah ne, sind nicht alle eingesperrt. Also solange ich euch umgehen kann, umgehe ich euch. Das muss ich ja sagen. Mir fehlt jetzt aber immer noch ein Banner, glaube ich. Hier gibt es, glaube ich, noch Krimskrams. Oh nein, brauchen wir nicht mehr, haben wir genug. Eine Kiste, das ist schön. Kisten mag ich ja. Zwei Pfeile in der Kiste, wow, das hat sich ja rentiert. Dafür eine Kiste hier aufzustellen, ja wunderbar. So, hier geht's rein. Aber hier ist auch nichts. Oben vielleicht noch, ne? Was haben wir hier noch? Da glänzt es doch auch, oder? Munition, aha. Gibt es da irgendwo eine Treppe im Innern? Ich meine, ihr könnt doch nicht einfach einen ersten Stock bauen. Ach so, das ist gar kein erster Stock, das ist nur... Aha, hat er verstanden. Gut. Pferdchen, was machst denn du da? Aussicht genießen, läuft. Es fehlt halt auch noch so ein Anführerknilch, oder? Da haben wir auch noch keinen besiegt. Oder gibt es hier einfach keinen? Und wir müssen einfach nur Zeug sammeln. Was haben wir hier? Stahl. Jetzt aber. Eisen. Da drin waren wir auch schon, da ist auch kein Banner mehr. Hier, oh, hier, da leuchtet's. Oh, so. Und rein mit uns. Gegner haben wir hier keinen mehr, aber ein Banner. So, ist das befreit jetzt, wo wir alle Banner geholt haben, oder was? Zerstöre das Schwarzpulverversteck. Und du mir jetzt noch sagst, wo das ist, Kollege, da wäre ich dir zu Dank verpflichtet. Aber gut, es ist ja ein Versteck, ne? Wäre ja blöd, wenn ich wüsste, wo es ist. Hallo. Wo versteckt ihr euer Schwarzpulver? Sagt mir das doch bitte. Stellt euch doch nicht so quer hier. Boah, ich hoffe, das ist nicht hinter den Hündchen. Das tut mir ein bisschen leid um die Hündchen, aber dann müsste ich die leider wegexplodieren. Ich glaube, außer den Hunden ist jetzt eh kein Gegner mehr da. Da kann ich mir die Schleicherei auch sparen. Dann spurten wir da jetzt mal das Lager ab und schauen mal, ob wir irgendwo ein Schwarzpulverversteck finden. Hallo. Was ist denn, Mensch? Ich glaube, da hinten waren jetzt die Hündchen, gell? Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Schleichen wir dann vielleicht doch wieder. Aber gut, ich habe bis jetzt zumindest noch kein Zeichen. Ich glaube, dass wir das Eck wirklich auslassen können. Hier ist... Da drüben ist es doch. Kommen wir da rüber, ohne dass die uns sehen? Jawohl.
So, dann auf zum Schwarzpulver. Wir ja schon wissen, wo es ist. Wie zerstören wir das jetzt? Von Hand? Ah. Zum Entzünden gedrückt. Und dann müssen wir, glaube ich, schnell laufen, ha? Rennen, du Lump. Uiuiui. Geknallt hat's aber. So. Oh, jetzt kommt der Anführer. Du hast mein Schwarzpulver kaputt gemacht. Ich mach dich kaputt. Oh, machen wir jetzt eine Herausforderung? Du bist ganz schön gut gepanzert, Kollege. Wie mache ich dich weg? Krieg aber schwitzige Hände. Das schaut jetzt ganz schön hier wichtig aus. Oh. Was muss ich denn machen? Achso. Ja, ja. Schimpfte nur. Oder war es schneller, als ich gedacht habe. Das wird aber lästig hier. Haha, da haben wir ihn weggemacht. Nicht schön, aber selten. Wasserkampfhaltung gelernt, okay. Was genau macht das jetzt Schönes? Gegen Schilde. Schwere Angriffe fügen zusätzlichen Taumelschaden zu. Dreimal Dreieck Schildbrecher. Dreieck gedrückt halten, dann Dreieck antippen. Schlagwirbel. Halte R2 gedrückt, um die Kampfhaltung zu wechseln. Aha. Das heißt, in der Haltung, wenn ich einen Schwertkämpfer vor mir habe, kann ich seine Schwertblockade brechen und hier seine Schildblockade. Das ist cool. Alles nur dank dir. Ich würde noch aufpassen in der hinteren linken Ecke. Da sind noch ein paar Hündchen. Da würde ich vielleicht gucken, ob die euch beißen. Ich sag's nur. Oh, wir haben 2 Fertigkeitenpunkte bekommen, oder? Schauen wir doch mal, ob wir die irgendwo anwenden können. Das ist ja schön. Flululu. Technikpunkt verdient. Aha. Ach so sind es die Haltungen. Okay, das ist gut. Das ist schön. Oh, jetzt ist er aufgestiegen. Das wollte ich nicht. Jetzt gucken wir erstmal Techniken. Technikpunkte. Bei Ausweichen können wir noch was machen. Da können wir die Rolle lernen. Da können wir... Was? Ausweichen der Schlag? Aha. Das ist dann quasi eine Art Konterschlag durch Dodgen und nicht durch Blocken. Was haben wir hier? Sprinten, Schlagen. Das ist auch schön. Und das macht dann vermutlich einen zusätzlichen Nahkampfschaden. Okay, ja. Ja, schauen wir mal, ob wir da hinwollen. Genau, und da haben wir gesagt, wir möchten da jetzt erstmal noch nichts skillen, weil das nur Punkte verschwendet. Wir finden das Zeug auch so. Okay, in dem Fall, was haben wir hier noch? Pariere einen unblockbaren Angriff von mongolischen Schwertern. Mit blau schimmernden, klingenden Linien können pariert werden. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht, wenn wir lernen, das ganze Zeug mal zu parieren. Speerangriffe, ja, die haben mir auch schon mal sehr wehgetan. Ah, aber das sind blau schimmernde, nicht rot schimmernde. Ist das ein Unterschied oder werden die rot schimmernden dann einfach zu blau schimmernden? Das kann natürlich auch sein.
Ah, wir bekommen doch Paraden. Entschlossenheit, das ist auch praktisch. Zwei Sachen können wir lernen. Das können wir für eins kaufen. Da können wir für eins kaufen. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht können wir damit dann diesen Schwertdoppelschlag parieren. Muss man das nochmal kurz anschauen in dem Video. Ja, genau, das ist nämlich der, der mir schon ein paar Mal wehgetan hat. Den möchte ich auf jeden Fall so. Und bei Speeren, den heben wir uns noch auf, da merken wir uns einfach, dass Speerkämpfer böse sind. Dafür können wir dann aber hier die entschlossene Parade nehmen. Wir bekommen dafür dann Entschlossenheit. Schreckensparade. Gegnerangriffe der perfekten Parade haben eine Chance von 20%, Gegner in der Nähe zu verängstigen. Sapperlot, du. Also, oh, der kann parieren. Oh Gott. Ja, das wird sich vielleicht noch dann lohnen. Aber jetzt möchte ich dann, glaube ich, erstmal. Ah, oder wir können hier vielleicht noch in diesen Kampfhaltungen. Ah, da können wir auch noch eins kaufen. Mit zwei durchbohrenden Schlägen. Ah, das heißt, mein Spießangriff, den ich quasi nie benutze, der kriegt dann Verdopplung. Vier Schläge in der Wasserhaltung. Na, das brauche ich auch erstmal noch nicht. Das machen wir dann später. Und was haben wir hier noch bei Geist? Ein zusätzliches Kunai, das ist schon mal nicht so verkehrt, aber die habe ich bis jetzt auch kaum. Aber ich glaube, die Herausforderungsserie, die würde mich, glaube ich, interessieren. Ich glaube, das möchte ich lernen. Für eins, ja, das würde gehen. Was haben wir beim Bogen? Verlangsame während des Zielens, für einen kurzen Moment die Zeit. Oh, das ist auch schön, das kann ich gut gebrauchen. Okay. Ah, und da wird unsere Sicht besser. Ja, okay, das ist auch schön. Also Sicht, Gehör. Wir können Geräusche sehen, das passt. Aber erstmal möchte ich, glaube ich, das da, das schaut cool aus. Da möchte ich. Dann können wir auch gleich, wenn so eine Dreiergruppe vor uns steht, gleich zwei auf einmal wegmachen. Und dann haben wir nur noch zwei statt drei. Das ist gut. Vierergruppe. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben einen Gegner weniger, der uns auf die Nerven geht. Schön, damit haben wir unsere Punkte jetzt auch verballert. Haben wir hier vielleicht eine neue Rune bekommen? Talisman bekommen? Nein, nur diese eine. Okay, in dem Fall sind wir hier wohl relativ fertig. Wir hatten ja eigentlich als Ziel, genau, unsere Quest. Boah, das hat jetzt aber ganz schön was aufgedeckt. Das rentiert sich wohl. Ja, auf dem Weg zu unserem Hauptziel können wir dann auf jeden Fall noch den unentdeckten Ort hier mitnehmen. Würde ich sagen, verfolgen wir mal lieber den hier. Sonst laufen wir wieder dran vorbei. Schön. Aber das ist eine Aufgabe nicht mehr für heute, sondern für die nächste Spielrunde, die da vermutlich in einer halben Woche sein wird. Was haben wir denn hier noch alles liegen? Oh, wir können hier noch Kram einsammeln. Das sollten wir tun, wenn es schon so rumliegt. So viel Krimskrams, Sapperlot. Da haben die alles hergelegt, für mich zu mitnehmen. Fürs Befreien. Mega lieb. Nur hier so oder da auch? Nö, da ist ein neuer Händler. Doch, da liegt schon auch noch was. Sehr schön. Ja, nehmen wir mit. Praktisch. Vielen Dank für die tollen Opfergaben. Sehr freundlich von euch. So, aber für heute mal wieder ein kleines Päuschen. Nächsten Mal dann diesen unentdeckten Ort und vielleicht dann noch, wenn es zeitlich geht, unsere nächste Hauptaufgabe. Bis dahin sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen, habt noch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.